Nun sind wir bei dem Richtlinienentwurf zur Labeling doch ein Stückchen weitergekommen. Denn der Berichtsentwurf liegt vor und alle Kollegen konnten Änderungsanträge stellen und mittlerweile sind über 500 Änderungsanträge eingegangen. Die werden jetzt übersetzt, damit jeder das in jeder Sprache lesen kann und dann wird es den Versuch geben, ob man Kompromisse machen kann, wo Übereinstimmungen sind, um diese große Menge ein Stückchen handhabbarer zu machen. Und dann wird weiter debattiert und irgendwann wird abgestimmt.